in Schwung gekommen, die Tischtennisherren aus Würzburg. Aber jetzt sind sie in der Bundesliga-Tabelle wieder Vierter. Das heißt, sie spielen mit um den deutschen Meistertitel. Auf dem Weg dahin wartete heute allerdings noch mal ein richtig harter Prüfstein. Und das war die Truppe aus Fulda. Die kam quasi zum fränkisch-hessischen Grenzduell nach Würzburg. Und die Osthessen, die haben einen Spieler mitgebracht, der gilt als Tischtennis-Legende. Stefan May. Fulda in Schwarz ist in diesem Jahr so etwas wie der Lieblingsgegner der Unterfranken. Mit ihrem Topspieler Jan-Ove Waldner wollten die Hessen Revanche nehmen für das Ausscheiden im Europapokal. Links im Bild der inzwischen 42 Jahre alt gewordene schwedische Olympiasieger von 92. Er ist ein wenig pummelig geworden und auch etwas langsamer. Die beiden Würzburger Chinesen Leung und Tan dominierten das Doppel. Durch den Ausrutscher von Ochsenhausen stand der Einzug in die Playoffs für die Würzburger schon vor dem Spiel fest. Doch die Luft war noch keineswegs raus. Dritter will man jetzt werden, um dem ersten aus Grenzau aus dem Weg zu gehen. Und es fing ganz prima an. Leung und Tan führten schnell mit 2:0 Sätzen und gewannen schließlich deutlich mit 3:0. Genauso wie das zweite Würzburger Doppel Kainat Serada. Die schnelle 2:0 Führung auch, weil Waldner heute einen ganz schwachen Eindruck hinterließ. Beste Zeit sicher ist vorbei. Er kann nicht jünger sein und er ist langsamer. Seine Hand ist gut, aber heute er etwas sowieso sein Niveau unten gespielt. Und das kann sein wegen dieser Verletzung. Die Einzel dann heiß umkämpft. Würzburgs Nummer 1 Chu Jan Leung gegen Jan-Ove Waldner. Weltklasse Tischtennis zum Genießen. Hier mit dem besseren Ende für Fulda. Es wurde richtig eng. Nervenstärke war gefragt im dritten Satz. Diesmal Leung mit dem glücklicheren Ende. An der zweiten Platte gewann Rui Wutan überraschend gegen Fuldas Chinesen Feng Se mit 3:0. Nach den ersten vier Partien also deutliche Führung für die Würzburger gegen eine heute schwache Mannschaft aus Fulda. 4:0, da werden Meisterträume wach. Kann Würzburg deutscher Meister werden? Kann deutscher Meister werden, aber das bedeutet nicht, wir sicher deutscher Meister werden. Vier Mannschaften, wenn spielt Playoff, Unterschied maximum 60-40%, in Tagesform kann entscheiden. Nach den ersten fünf Einzeln konnte Fulda verkürzen auf 2:5. Im Spiel Leung gegen den Ex-Würzburger Feng Zhu. Rechts konnte also bereits die Entscheidung fallen. Aber Feng Zhu, vor der Saison erst nach Fulda gewechselt, hat in dieser Saison noch kein einziges Match gegen seine ehemaligen verloren. Heute verlor er beide Einzel. Playoffs können also kommen. Also es sind vier Mannschaften, die sind alle gleich. Ja? Und wir haben gegen alle gewonnen, wir haben auch schon gegen alle verloren. Die Autogramme der Würzburger Tischtennis-Cracks stehen also hoch im Kurs. Vielleicht können die Unterfranken den Favoriten aus Grenzau und Frickenhausen doch noch ein Schnäppchen schlagen und den Meistertitel an den Main holen. Und wir schauen noch auf den Laufkalender. Da locken ja jetzt